Ich habe mich mit Uten wieder den unendlichen Massen feindlicher Raumschiffe gestellt und das ist passiert. Viel Spaß. Was ich mir halt auch überlege, wir haben ja auch einmal verkackt und dabei haben wir ja gesehen, wie man kriegt auch XP, wenn man verkackt halt. Ja, stimmt. Da wäre die Frage, ob es halt Sinn macht, maximale Schwierigkeit zu nehmen, 500% EP-Boost. Und nur und zu so schauen, spielen, bis man verkackt genau, quasi und ob man gucken, dadurch wie man nicht mehr Erfahrung bekommt. Wir können ja jetzt mal drauf gucken, wie viel wir jetzt hier bekommen haben und können es dann beim nächsten Mal vergleichen. Dann machen wir einfach mal, pumpen wir dann einfach mal hoch. Oh mein Gott. Ich würde halt gerne mal versuchen, hier ein bisschen was zu kapern dieses Mal. Übernehmen. Hattest du da Schiffe dafür mit der Bomberflotte? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Bei den Higaranen können die Ressourcenschiffe einfach andere Schiffe übernehmen. Schau mal so, wirklich so mit kleinen Jägern und Bombern eine kleine Mischung. Und misch später vielleicht noch ein paar Sachen dazu. Ja. So, drittes Artefakt sehe ich noch, das können wir auch noch bergen. Ach, war es das, glaube ich, in der Hinsicht. Das ist das unter... Nee, da sind noch zwei. Zwei? Eins in der Mitte und eins direkt unter mir. Genau, das unter dir, da fliege ich gerade hin. Das in der Mitte sehe ich... Ah, doch, da sehe ich es. Jetzt sehe ich es auch. Ja. Immerhin sieht man jetzt schon mal seine Einheiten besser. Jetzt haben die nicht mehr die gleiche Schweiffarbe wie die Gegner. Stimmt, man kann die eine Option umstellen. Du hast die ja gelb gemacht, ne? Ich habe sie jetzt gelb gemacht, kommen... ja. Gut, meine sind ja blau und die gegnerischen sind rot. Ja. Oh, hinter uns kommt ziemlich viel. Ich glaube, man kann wirklich nur Fregatten übernehmen. Glaube ich. Ich glaube, das hat sie letztes Mal sogar versucht, weil ich wäre auf die Idee, ist immer, glaube ich, schon früher gekommen, dass wir sagen, okay, wir nehmen mal Schlachtschiffe, also beziehungsweise hier so gut Zerstörer vom Gegner. Ja. Das hat dann irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie wir es geplant hatten. Ich weiß aber nicht, was da schiefgelaufen ist. Nee, Zerstörer ging nicht, weil die nicht in die. Also die schleppen die ja dann zu den Trägerschiffen. Und in Zerstörer genau. Passt nicht in ein Trägerschiff. Richtig. Dafür bräuchtest du ja ein Mutterschiff. Diesmal kommen die nicht weit. Letztes Mal sind die ja näher rangekommen an den Fluchtpunkt. Ja. So. Ja, das sind nur Korvetten hier gerade aktuell. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Boah, das Ding ist halt, ich hab halt echt nur wenig Ressourcen, Alter. Du kannst ja doch ein bisschen abbauen. Aktuell sieht es nicht so schlimm aus. Das müssten wir zum aktuellen Zeitpunkt noch ganz gut halten können. Ah, guck mal. Nee, die will ich da gar nicht drin haben. Scheiße. Group 1 designated. Ah, also ich habe mich gedrückt. Ich habe mich gedrückt. Ja. Okay, dann haben wir wahrscheinlich nur eine begrenzte Zeit. Oder bin ich aus drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Müsste ich mir später nochmal angucken. Alles gut. War ja schon gut Zeit. Ich glaube, ob man das... Nee, das ist ja was anderes. Das ist auch eine Region aus der Kampagne. Tatsächlich. Ist hier irgendwo auch... Rohstoffe? Ah ja, da hinten. Ja, Rohstoffe und Sachen zum Bergen wären auch ganz praktisch. Wir müssen da links. Siehst du da vorne links hin? Ich sehe gerade, es gibt nur links irgendwie die Stelle. Ich werde jetzt mal voll auf Flottenbomber noch gehen. Gegen dieses Kleinzeug hast du ja genug Sachen. Gegen das Kleinzeug habe ich jede Menge am Start, ja. Okay, gut. Wo sind die Strahlen? Ich frage mich nur, wo es hier Artefakte gibt. Ich habe noch nichts gesehen hier. Das hier sind die Angriffsregatten? Ah, Strahlenangriffsregatte. Ich verstehe. Group 2 reinforced. Wir bekommen irgendwie. Hast du damit so Artefakte auf oder bekommen wir die passiv? Nee, ich habe eins aufgesammelt. Ah. Alter, Hüllenbrecher, Aufrüstung, Zerbersten. Flottenbomber, Schaden plus 50%. Uff. Warte mal mitnehmen. Okay, ich erobere oben den Punkt. Versuch's zumindest. Jo. Sensor alert, hostile Corvette. ID confirmed. Group 1 reinforced. Scheiße.
Verklickt. So, Abfangjäger, Angriffsregatte, Geschützregatte. Ach, hier unten kommen auch Gegner. Aber nur so ein paar. Sensor Alert. Hostile Frigate. Das fliegt jetzt gerade in dieses Ding. Warte mal, Hostile Frigate? Wo ist die Hostile Frigate? Hostile Frigate on the board. ID positive. Wo ist die Hostile Frigate on the board? Da unten? Ist da, oh Gott, ist das ein Zerstörer? Ah, das hat es jetzt hier in das Ding eingesetzt. Ah, ich sehe es schon. We have a problem. Wir haben hier einen Zerstörer. Warte, ich habe noch ein paar Ionengeschützfregatten, die schicke ich mir dazu. Sensor Contact, Enemy Frigate. Ah, ich sehe es. Okay, ich versuche jetzt mal, die Fregatte mir da zu schnappen. Ah, die Fregatte kann ich mir schnappen. So, pass auf, jetzt kommt hier diese eine Angriffsfregatte vom Gegner. Und da kommt mein Ressourcensammelschiff. La, 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 la. Oh, dann ist noch ein Zerstörer. So. Aber den letzten Übernahmepunkt bist du schon. Sehr gut, dann halte ich einfach mal mit der Stellung. Oh, jetzt nehmen die mit. Sie ist kampfunfähig. Alter, die Bomber, ne? Die sind da so schwach, ey. Oh mein Gott, wie sind die denn so schwach? So, okay. Den haben wir. Den da oben, holst du den schon, oder? Nee, den ganz da oben, da bist du ja gerade mit deinen ganzen Truppen. Hier ist noch eine Fregatte. Vor allem, die können dann auch nichts mehr machen. Diese eine Fregatte hier oben, die kann nichts tun. Die ist einfach disarmed. Oh, wir können jetzt hier... Warte kurz, bevor wir wegmoven. Du holst dir noch das... Da ist noch ein Artefakt. Ja, und hier ist noch eine Fregatte. Die hole ich mir noch schnell. Ich habe auch schon mal was zum... Gucken, ob das noch passiert. Vor allen Dingen diese Fregatte, die bewacht und einfach das Artefakt, die kann nichts tun. Hier, die kann jetzt ein, zweimal schießen, das war's. So, ein Schuss hat sie gemacht. Das war's. Sie konnte einen Schuss abgeben, Alter. Das ist schon heftig. Priority Alert. We are losing strike craft. Ich bin gespannt, wie viele Fregatten ich jetzt da habe von den Gegnern. Das ist schon lustig. Und die können einmal schießen und machen ultra wenig Damage an den Rohstoffdingern. Und dann holen die, können die nichts mehr machen. Höhere Flotten kommen. Oh, das ist was Neues. Gut, das ist auch was, wirklich was Neues. Feindliches Trägerschiff zerstören. Da hinten ist es auch. Ich sehe es gerade, es sind auch Zerstörer gespawnt direkt über uns. Toll. Aber wir haben auch Ressourcen hier, okay. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall auch. So, die schießen ein bisschen, aber gut, bleiben sie ruhig. Jo. Du bist weiter am Clown, ne? Ja, ich habe jetzt hier zwei Fregatten geholt. Ja, nice. Lalala. Group 2 taking losses. Oh, hier kommt ziemlich viel. Versuchen wir den ersten Carrier zu zerstören, der ist da gerade so unbesorgt am Rumfliegen. Caution, Carrier has been engaged. Ich helfe dir aber auch mal unten gegen das ganze Zeug, was da kommt, ein bisschen. Gut, dann gehen wir, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Den Carrier zerstören an sich dort hinten, oder nicht? Genau, da hinten, also einen habe ich schon zerstört. Ich glaube, wir hatten drei, die wir zerstören. Oder vielleicht sind es auch nur zwei. Was ist mit dem Secure Z? Brauchst du da Hilfe? Das habe ich gleich jeden Augenblick gesichert. Da bin ich mal gespannt, was es da gibt. Das sieht aktuell sehr gut aus. Die beiden Zerstörer gehen auch, glaube ich, auf deinen Carrier. Dann ziehe ich den Carrier einfach mal vor. Oh, nicht nur. Oh, was kommt denn da alles? Da kommt ein Battlecruiser. So, was haben wir jetzt bekommen? Oh, da kommt was richtig Fettes rein. Was? Okay, das ist ein Mutterschiff, was hier reingekommen ist. Oh, Mutterschiff! Können wir Zerstörer jetzt übernehmen? Mutterschiff verbindet. Yes! Also das gehört dir, das Mutterschiff? Nee, ich kann es auch nicht
nutzen? Das ist wahrscheinlich einfach KI gesteuert, oder? Er hat ja gesagt, also zieht Angriffe auf zieht, sich ja. Und gibt Verstärkung. Group 2 reinforced. Junge, die Bomber zerreißen den Battlecruiser ja jetzt. Der hat ja überhaupt keine Chance. Die inkarnierten Fregatten, die da bei uns mitkämpfen, da komme ich immer nicht drauf klar, ey. Machen wir mal alles drauf. Oh, der zerreißt mein Trägerschiff aber auch, ey. Ja, okay. Können wir alles einfach ignorieren. Ich würde gerade sagen, wir machen jetzt einfach restlich down, das Ding ist gegessen. Warte mal, jetzt nochmal einen extra Strahl drauf. Wutz. Ne, wir können jetzt nicht stören, wir nehmen leider. Wahrscheinlich müsste es dir gehören, das Mutterschiff. Ja, ja. Vielleicht haben sie es genau deswegen verbündet gemacht und nicht deins. Lächerlich. War auch nicht nötig, dass wir Zerstörer haben. Alter. Ja. Das lief jetzt überraschend gut. Ich glaube, beim nächsten Mal können wir wirklich mal Stufen hochgehen. Ja, also jetzt haben wir zwei Runden wirklich abgerissen hier. Also die war jetzt wirklich sehr solide, also muss ich sagen. Mhm. Guck mal, wie viel EP wir am Ende bekommen haben. Da können wir uns das ja merken und dann schauen wir mal. Das ist halt die Frage, ob wir einfach eine Stufe hochgehen oder wirklich mal gucken, dass wir richtig ballern und mal gucken, wie weit wir kommen, einfach damit.